Ulrich Org ist heute wieder am Kohlenmeiler hier auf dem Thomashof. Heute ist der letzte Tag des Festes. Das Fest lief ja jetzt schon eine ganze Woche. Neben mir steht der Hauptakteur. Das ist der Thomas Feiß. Der kommt aus Bayers. Das ist der Hauptakteur. Okay, jawohl. Ja, gut, gut. Okay, der Thomas Feiß kommt aus Bayersbronn, aus dem Schwarzwald. Und er ist noch ein richtig waschechter Köhler, beschäftigt sich auch beruflich mit dieser Arbeit, mit anderen Themen um den Wald, aber das ist einer seiner Schwerpunkte, einer der letzten Köhler, die es in Deutschland überhaupt noch gibt. Und die Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen, ihm ein paar Fragen zu stellen. Thomas, wie kamst du auf die Idee, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Als junger Bursche habe ich das Märchen von Wilhelm Hauff, das kalte Herz, gelesen. Schon mit 15, 16 Jahren habe ich mich für den Wald begeistert, und da war in dem Märchen natürlich die Hauptfigur war ein Köhler, und das hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt erfahren wollte, wie geht denn das? Wie macht man aus Holz Holzkohle? Was ist das für ein wundersamer Prozess, der in diesem schwarzen Haufen hier vor sich geht? Das habe ich eine ganze lange Jahre noch in mir begleitet, weil Köhler gibt es ja nicht mehr. Das heißt, ich konnte zu niemandem in die Lehre gehen. Genau, ich konnte niemanden fragen. Bis ich vor wenigen Jahren, das sind jetzt erst knapp über 10 Jahre her, einem Köhler tatsächlich begegnet bin, und dem konnte ich meine Fragen stellen. Und da habe ich dann vor über 10 Jahren all meinen Mut zusammengenommen, habe meinen ersten Kohlenmeiler aufgebaut bei mir zu Hause im Bayersbronner Wald, habe den abgebrannt und hat funktioniert. Und seitdem hat mich das Feuer, die Glut des Meilers nicht mehr losgelassen. Okay, und so wie ich mitbekommen habe, ist es zwischenzeitlich sehr gefragt. Du wirst immer wieder angefragt bei solchen Veranstaltungen wie dieser, solche Kohlenmeiler, ist das richtige Wort, Kohlenmeiler zu errichten. Da braucht man ja auch jede Menge Leute, die da hier mitarbeiten. Allein geht es gar nicht, wie ich gesehen habe. Wie funktioniert das? Sind die Leute da dabei, und gibt es da immer Freiwillige, und die da mitarbeiten, mitschaffen? Es geht ja 24 Stunden. Dieses Mal war es ja auch so, Tag und Nacht war hier Arbeit angesagt, und die Glut musste gepflegt und behütet werden. Ist es leicht, da Leute zu finden, die da mit anpacken? Interessiert das die Leute? Also zunächst mal gibt es die zwei Möglichkeiten, wie du schon richtig gesagt hast. Entweder mache ich bei mir zu Hause meinen Kohlenmeiler allein, baue den auf und brenne den ab und habe dort nur sporadisch ab und zu ein paar Helfer dabei. Oder ich bekomme tatsächlich einen Auftrag von einem Freilichtmuseum in Baden-Württemberg, von einer Gemeinde oder anlässlich eines großen Festes wie hier. Und dann gehe ich schon vorher rechtzeitig hin. Hier war es ein Jahr vorher und bereite die Leute darauf vor und sagt denen klipp und klar, was auf sie zukommt. Nämlich eine sehr harte und entbehrungsreiche Zeit am Kohlenmeiler. Und ich glaube, dass ich hier im Thomashof einen ganz speziellen Schlag Menschen getroffen habe und auch gefunden habe, die anfänglich ist es immer schwierig, sich darauf einzustellen, die aber so nach und nach in die Arbeit hier reingewachsen sind. Und es hat sich hier wirklich ein Stamm von Helfern und Helferinnen, die uns auch verpflegt haben, hier herausgebildet, die richtig in die Sache hineingewachsen sind. Und das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich gemerkt habe, dass die auch Feuer gefangen haben am Kohlenmeiler, und dass das, was mir wichtig ist, uns an das zu erinnern, was unsere Vorfahren ausgemacht hat, auch in ihrem Wesen, im Wald zu leben, im Wald zu arbeiten, vom Wald zu leben, dass die das ein Stück eins zu eins in eigenem Leib erfahren haben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Thomas, zur Technik. Ich habe ja gesehen, dass im vergangenen Winter hier das Holz geschlagen wurde. Das ist alles Buchenholz gewesen, ist das richtig? Buchenholz, das wurde hier geschlagen, und dann wurde hier der Platz gerichtet, eine Holzplattform eingeebnet und so weiter. Kannst du uns mal so ein bisschen einen kleinen Abriss geben, wie das von Anfang an aufgebaut wird und wie das physikalisch funktioniert, wie man das Ganze nennt, und die Hintergründe ein bisschen uns erläutern? Also das Prinzip der Holzkohleherstellung ist im Grunde genommen ein ganz einfaches. Das heißt, nur Holz so dicht wie möglich schichten, fast luftdicht abdecken, Energie zuführen in Form von einem Feuer, und dann diese Glut kontrolliert durch das Holz durchziehen. Das war jetzt in ganz wenigen Worten. Wir hier haben einen Meiler der sogenannten stehenden Rundmeilerform. Das heißt, wir haben Meterscheite stehend geschichtet, aneinander gelehnt, aneinander geschichtet. Zuerst wurde ein Holzrost auf dem Boden aufgestellt. Ein normaler, ganz einfacher Bretterboden, wo der Meiler draufsteht, damit
Luft von unten noch an den Meiler zugeführt werden kann und dass Destillationsprozesse durch den Meiler durchlaufen können, im Boden versickern. Darauf steht der Meiler. Das Holz wurde geschichtet, so eng wie möglich. Danach wurde das Holz mit dem sogenannten Raudach, einer Schicht aus altem Gras oder Heu, früher hat man auch Reisigzweige genommen, abgedeckt. Und dann kam diese schwarze Erde, die wir hier sehen, auf den Meiler drauf. Damit wurde er so gut wie luftdicht eingepackt. Und da gibt es auch eine Besonderheit, was diese Erde anbelangt. Ganz genau, das Besondere an dieser Erde ist das, dass wir die geholt haben bei mir zu Hause im Bayersbronner Wald, von einer alten Kohlplatte. Das heißt, das, was wir hier auf dem Meiler sehen, auch die Kohlestückchen, die man darin sieht, und die kann man erkennen, das sind Kohlestückchen, die sind, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, schon mehr als 100 Jahre alt, weil das ist die Zeit, als bei uns in den Wäldern die letzten Meiler gebrannt haben. Das ist dann diese Lösche, von der man hier spricht. Da spricht man vom Kohlengrus oder der Kohllösche, ganz genau. Okay, so, und jetzt haben wir eine Woche lang das beobachten können. Hier sind immer wieder viele, viele Menschen gekommen, wie jetzt auch. Das interessiert die Leute, sowas zu sehen, sowas Seltenes zu sehen. Ich habe auf meine alten Tage sowas, muss ich ehrlich sagen, noch nie gesehen. Ich bin fasziniert, wie unsere Vorfahren sich mühen mussten, um diese Kohle zu gewinnen. Warum war das so bedeutend, in den vergangenen Tausenden von Jahren diese Technik, Kohle zu gewinnen? Das habe ich dir ja schon erzählt und es ist das, was viele Menschen vergessen haben, nämlich das, dass die Holzkohle im Grunde genommen der Motor unserer Menschheitsentwicklung, unserer geschichtlichen Entwicklung war, weil bis zur Entdeckung der Steinkohle war Holzkohle der Energieträger, mit dem man Temperaturen von über 1000 Grad hinbekam. Das heißt, man konnte mit Holzkohle Erze schmelzen, Stahl herstellen, Eisen herstellen. Und mit normalem Holzfeuer geht das nicht? Geht diese Temperatur nicht, und das ist ja das Prinzip der Verkohlung. Durch die Verkohlung wird aus dem Holz alles herausgetrieben, durch Hitze herausdestilliert aus dem Kohlenstoff. Zurückbleibt die Holzkohle, fast der reine Kohlenstoff, ein Energieträger, mit dem man Temperaturen von weit über 1000 Grad hinbekommt. Das heißt, man weiß, dass die Herstellung der Holzkohle 5.000, 6.000 Jahre alt ist. Die Steinkohle kennen wir seit 200 Jahren. Die Holzkohle ist aber ganz schnell in Vergessenheit geraten. Es ist erstaunlich, wie schnell wir etwas vergessen, was uns tausende von Jahren begleitet hat. Auch das war für mich Mitgrund, mich für die Köhlerei zu interessieren, nämlich zu sagen, das, was uns Menschen im Wald tausende von Jahren, vor allem uns Schwarzwälder, meine Wurzeln sind im Schwarzwälder, uns hunderte von Jahren begleitet hat, das interessiert mich, wie die Menschen gelebt haben, was es aus ihnen gemacht hat, am Kohlenmeiler zu arbeiten und zu leben und das wieder nach außen transparent zu machen, den Menschen zu zeigen, was uns auch ausmacht. Was uns ausmacht, klar. So, jetzt hat das Feuer, die Glut, sich eine Woche lang von oben nach unten durchgearbeitet. Genau. Wir sehen jetzt die Luftlöcher, wenn ich das mal so nennen darf, laienmäßig, sind jetzt unten. Das heißt, er dürfte jetzt so langsam fertig sein. Heute Nachmittag, die Leute warten auch schon drauf, wird er ausgezogen. Das Wort habe ich auch zum ersten Mal gehört in dem Zusammenhang. Ich denke mir einfach, da reinwühlen jetzt kann man nicht, weil sonst fällt ja die ganze Erde, diese Lösche rein und verunreiten nicht die schöne Kohle. Wie geht es dann vonstatten? Wir werden in ein paar Stunden hier den Meiler an einer Ecke beginnend ausziehen, wie du schon richtig gesagt hast. Das heißt, wir machen ein Loch auf und beginnen die Kohle rauszuziehen. Das muss dann relativ schnell gehen, weil in relativ kurzer Zeit soll der ganze Kohlenmeiler ausgezogen werden, die ganze Kohle soll geerntet werden. Und da werden wir am unteren Teil des Meilers beginnen, die Lösche beiseite legen und dann, auch da brauchen wir dann wieder eine ganze Schar an Helfern, die hier mit Hacken und Schaufeln versuchen soll, die Kohle so schnell wie möglich auf der Fläche zu verteilen, damit sie relativ dünn liegt, auskühlen kann. Eventuelle Glutnester werden noch mit Gießkannen oder Gartenschlauch mit Wasser abgelöscht. Und dann werden wir morgen bei Tagesanbruch sehen, weil es geht in die Nacht hinein, sehen, was wir hier an Kohle fabriziert haben und wie die Ernte ausfällt. Und ich bin eigentlich recht zuversichtlich, wenn ich den Meiler anschaue, wenn ich den Ablauf des Abbrandes mir in Erinnerung rufe die letzten Tage, dann bin ich recht zuversichtlich, was unsere Ernte diesmal angeht. Aber wir wissen es nicht, bevor wir nicht aufgemacht haben.
Dann bedanke ich mich recht herzlich. Thomas Feist, einer der letzten Köhler Deutschlands aus dem Schwarzwald, aus Bayersbronn. Und wir bleiben dran. Vielen Dank.